Hier und heute einmal etwas ganz anderes. Eine Beobachtung, die ich mir erst Monate später im Zuge meiner Schnittarbeiten habe auf der Zunge zergehen lassen können. Es ist irre, wie schnell sich Morgenroutinen einschleichen. Schaut mal, so sieht es, was meine Person angeht, fast jeden Morgen hier in meiner geliebten Tanot Bay aus. Ich habe es in der Serie, genauer im ersten Teil, schon mal etwas lyrischer ausgedrückt. Dann, wenn noch keine Socke zu sehen ist, ist das Wachwerden am schönsten. Thank you very much. Meine Bestellung ist immer die gleiche. Was habe ich doch früher als Jugendlicher stets gewettert, vielen Erwachsenen eine gewisse kulinarische Eintönigkeit nachgesagt. Ja, ich als Mensch gleiche halt irgendwie den vorherigen, oder nicht? American Breakfast jeden Morgen. Ham and Bacon, 2 Eggs, 2 Scheiben Toast, Minimal Tomatoes und Salat. Auch wenn es nicht wirklich danach aussieht, gefreut habe ich mich darauf aber täglich. Übrigens, heute freue ich mich auch schon wieder darauf. Ich habe nämlich meine nächste Reise in die Bucht bereits gebucht. Nach meinen Fressvorbereitungen ist eine gewisse Gier, muss ich gestehen, nicht zu verleugnen. American Breakfast. Hätte ich mir als Deutscher denn ein deutsches, wenn es denn ein solches hier gäbe, bestellt? Ich weiß es nicht. Am Ende, ihr werdet den Ansatz erleben, habe ich mich gewissen digitalen Routinen zugewendet. Mails checken und so. Aber das ist ja zu Hause nicht viel anders. Hier natürlich in einer ultra angenehmen Umgebung. Diesmal kommt allerdings noch hinzu, dass ich mich endlich wieder einmal meinem lang liegen gebliebenen zweiten Buch widmen kann. Wie ich es als Hardcore-Raucher mit mindestens 30 Fluppen am Tag bis heute geschafft habe, mich von dieser machtvollen Abhängigkeit zu befreien. Wie ich durch ein paar wenige, aber für mich geniale Tricks herausgefunden habe, wie man dem lästigen, teuren und hochgradig gesundheitsschädlichen Puffen endgültig abschwören kann. Das war 2007, also lange genug, um mich qualifiziert äußern zu dürfen. Wann wird dieses für mich ziemlich wichtige Büchlein endlich fertig? Habe mir einiges von der Seele geschrieben und möchte es unbedingt von ganzem Herzen weitergeben.